Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu und auch unsere Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, und noch ein sehr, sehr schönes Evangelium, worüber ich mich immer freue, wenn ich dieses Evangelium lese. Jesus wanderte von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und verkündete das Evangelium vom Reich. Ja, das war seine Aufgabe. Das war nicht nur sein Hobby, aber das war seine Freude, das war seine Mission. Er verkündete das Evangelium, die gute Nachricht vom Reich Gottes. Jetzt kommt eine neue Zeit. Mit mir bricht eine neue Zeit an. Und ihr seid eingeladen, in dieser Zeit zu leben. Und auch wir sind eingeladen, in der Zeit des Evangeliums zu leben, es aufzunehmen, Jesus aufzunehmen. Und dann, die 12 begleiteten ihn. Ja, das kennen wir. Aber jetzt kommt etwas, das mich immer wieder berührt. Außerdem einige Frauen, die er von bösen Geistern und Krankheiten geheilt hatte. Maria Magdalene, aus der 7 Dämonen ausgefahren waren, Johanna, die Frau des Chusas, eines Beamten des Herodes, Susanna und viele andere. Sie werden mit Namen genannt, sie sind bekannt, sie haben Jesus begleitet und Jesus hat sich ihrer nicht geschämt. Sie waren befreit worden. Und was tun sie? Wie sieht das aus? Wie sieht ihr Dienst aus? Sie alle unterstützen Jesus und die Jünger mit dem, was sie besaßen. Das klingt so ein bisschen nach Ausbeutung, aber ich glaube nicht, dass es das ist. Sie unterstützten Jesus und die Jünger mit allem, was sie besaßen, mit ihren Fähigkeiten. Sie waren mit Sicherheit die, die dann auch rundherum gesorgt haben, dass nichts fehlt, nichts an Essen fehlt, dass alles schön vorbereitet ist, dass Jesus so wenig als möglich noch andere Dinge tun musste, als das Evangelium zu verkünden. Hier könnte man sehr, sehr viel sich überlegen. Hier kann man sich sehr viel vorstellen, auch heute. Diesen Dienst, diese Liebe, mit dieser Liebe von Frauen, von Müttern, die mit Liebe Jesus begleiten, das Evangelium, die Verbreitung des Evangeliums unterstützen. Liebe Brüder und Schwestern, nicht um im Mittelpunkt zu stehen, sondern um Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Nicht um den Priester in den Mittelpunkt zu stellen, sondern Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Darum geht es doch. Und ich glaube, in unserer Zeit braucht es in diesem Sinne Kurskorrekturen. Wir brauchen sie alle, dass wir uns leiten lassen, führen lassen vom Heiligen Geist, inspirieren lassen, um einen guten, richtigen Dienst zu tun, ein Dienst, der trägt, ein Dienst, der wirklich das Evangelium unterstützt. Möge der Herr uns dazu seine Weisheit, seinen Heiligen Geist schenken, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Uns allen einen gesegneten Tag.